Du bist nicht dein Gefühl, aber dein Gefühl ist der Wegweiser, ob du auf dem richtigen Weg bist oder halt auch nicht. Und darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen. Was meine ich damit? Ich kenne das nur zu gut von mir. Da hat man so das Gefühl, man ist in so einer Energie, gefühlsmäßig drin, irgendwie läuft's nicht, irgendwie funktioniert's nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja, ich komme ja ursprünglich aus dem Saarland, wie der Saarländer so schön sagt, ich habe die Schnauze voll, ich habe die Faxen dick. Ja? So. Und diese Gefühle, sobald du das erkennst, darfst du ab heute mit dem Wissen, was ich dir jetzt hier mit auf den Weg gebe, mit den Impulsen, als Wegweiser sehen, dass du nicht auf deinem eigenen Weg unterwegs bist, weil du bist nicht das Gefühl. Du bist ein unendlich großes Wesen, ein unendlich großes Energiewesen, so groß, dass wir das von unserem Kopf her eh nicht greifen können. Und unsere Gefühle, die sind im Grunde genommen dazu da, um uns den Weg zu zeigen. Wenn Gefühle da sind, der Freude, Spaß, Leichtigkeit, dann ist das immer der Hinweis von deinem Herzen, von deiner Seele, du bist auf dem richtigen Weg unterwegs. Wenn Gefühle da sind, von Wut, von Zorn, von Hass, von Neid, von was auch immer. Oder so unwirsch, wo man so das Gefühl hat, irgendwie läuft gar nichts und ich habe nur Mist und ich habe nur Probleme oder was auch immer. Ist es immer der Hinweis von deiner Seele, Botschaft von deiner Seele, bitte schau dir her, du kannst hier was korrigieren. Weil letzten Endes, wer ist verantwortlich für die eigenen Gefühle? Wir selbst, also du. Niemand anderes kann dir ein schlechtes Gefühl vermitteln, es sei denn, du lässt es zu. Wer ist verantwortlich für die eigenen Gedanken? Wir selbst, also auch du. Und wenn du bis eben Gedanken denkst, die dich nicht dorthin bringen, weil wir uns nun mal mit unseren Gedanken unsere Lebenswirklichkeit erschaffen, wo du eigentlich hin möchtest, naja, wer hat es dann in der Hand, diese Gedanken zu ändern? Und es ist nichts anderes mit Gefühlen auch. Je mehr du dir erlaubst, Gefühle zuzulassen, der Freude, des Spaßes, der Leichtigkeit. Und ja, wenn man gerade in einer Situation steckt, wo man das Gefühl hat, hier geht gerade gar nichts, wie der Volksmund es schon sagt, wir haben nur das Gefühl, dass hier gerade gar nichts geht. Aber wir haben es in der Hand zu sagen, hey, ich ändere das jetzt. Und indem du dir zum Beispiel dann einfach nur die Frage stellst, was ist jetzt sonst noch möglich? Wie kann ich denn jetzt dafür sorgen, dass ich meine Gefühlsebene ändere, dass ich in ein anderes Gefühl reinkomme? Das können unterschiedliche Dinge sein. Du bekommst Impulse vom universellen Feld, was du tun kannst. Das kann ein Spaziergang in die Natur sein. Das kann dein Lieblingssong hören sein. Das kann sein, hock dich mal hin, schließ die Augen und fokussier dich mal 10 Minuten einfach nur auf dich, auf deinen Atem. Was auch immer, das Universum, das universelle Feld, dein Higher Self, welchen Namen wir dieser Instanz auch immer geben möchten, schickt dir immer Impulse und Ideen und Anregungen, wenn du danach fragst. Und so hast du es jederzeit in der Hand, deine Gefühle zu ändern, dahingehend zu ändern, was dich in die Richtung bringt, wo du eigentlich hin möchtest, nämlich mehr zu dir selbst, mehr in die Freude, mehr in die Leichtigkeit, mehr in den Spaß. Das entspricht ja unserer Evolution. Alles ist ja irgendwo aus Freude entstanden. Keine Biene steht morgens vermutlich auf und denkt, ich muss heute so und so viel Blüten bestäuben. Dazu ist die Biene da. Die freut sich ja ihres Lebens, durch die Welt zu fliegen und Blüten zu bestäuben. Was auch immer, banales Beispiel. Aber letzten Endes entspricht Freude, Spaß, Leichtigkeit unserer Evolution, weil alles andere sind Dinge, die irgendwann mal über uns gedeckelt wurden, wo wir glauben, ja, keinen Grund haben zu dürfen, um Freude, Spaß und Leichtigkeit zu haben. Also stell Fragen und Einladung, Fragen stellen. Wie kann ich mich jetzt in ein anderes Gefühl versetzen? Und so gesehen, sobald du merkst, ab heute, da ist ein Gefühl da, was sich nicht leicht für dich anfühlt. Du hast es selbst in der Hand, dich neu zu entscheiden, für andere Gefühle zu sorgen, inklusive der Gedanken. Und dann wirst du staunen, wie du viel leichter in eine andere Richtung kommst, nämlich dahin, wo dein Herz und deine Seele dich eigentlich vermutlich seit einer Weile schon hinführen möchten.
In diesem Sinne, wie viel Freude, Spaß und Leichtigkeit kannst du damit haben, das jetzt aufzunehmen, anzunehmen und natürlich auch umzusetzen?